Mein Name ist Andreas Thiel, ich bin der Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH. Und normalerweise darf ich im Frühjahr jedes Jahres 100-200 Gäste begrüßen, wenn wir den Immobilienmarktreport für den Wirtschaftsraum Augsburg präsentieren. Das können wir in diesem Jahr leider nicht in Realformat machen, aber wir haben uns entschlossen, dass wir nichtsdestotrotz zusammen mit dem Autor, mit den Partnern die wesentlichen Kernaussagen als Video vorstellen. Deswegen zusammen mit mir werden heute Michael Tiede, der Autor von Real Estate Solutions, und auch die Partner Benjamin Dierig, Stefan Deurer und auch Rolf Settelmeier von der Stadtsparkasse Augsburg hier mit mir zusammen den Marktreport präsentieren. Herr Settelmeier, herzlich willkommen zur Präsentation unseres Immobilienmarktreports 2019-20. Normalerweise wären wir jetzt bei Ihnen im Hause zu Gast. Im letzten Jahr fast 200 Gäste. Heute sind wir so ein bisschen unter uns bei der Präsentation des Reports. Aber nichtsdestotrotz, seit Jahren sind wir gemeinsam im Boot. Die Stadtsparkasse ist unser größter Unterstützer in Sachen Marktreport. Wieso? Was ist so wichtig daran, dass wir den Report herausgeben? Ja, ich denke nach wie vor, dass die Region Augsburg ein prosperierender Markt ist. Nicht nur im Immobilienmarktbereich, sondern natürlich der Gesamtwirtschaft. Und die Immobilienseite braucht Transparenz. Wenn heute ein Investor oder auch nur ein Mieter sich mit dem Markt beschäftigt, muss er wissen, was ihn erwartet. Und ich glaube, unser Immobilienmarktreport gibt einfach die Möglichkeit, in schneller Form Übersicht zu bekommen über die Wohnungsbausituation, aber auch über die gewerblichen Immobilien, die es in unserem Raum gibt. Ich glaube, das ist ein gutes Instrument, auch Interessenten, die noch nie in Augsburg waren, einen schnellen Überblick zu geben und damit Transparenz zu gewährleisten. Und so setzt dann auch die Stadtsparkasse den Report mit ein in ihrer eigenen Arbeit? Genau so ist es. Wir haben ja eine Vielzahl von Kontakten, ob das eben Mieter sind, ob das Investoren sind, ob das Kreditnehmer sind, die oft keine Informationen über den Markt haben, nur wenige. Und wir wissen ja beide, wie lange man braucht, um im Binnenbereich einen guten Durchblick zu haben. Und deshalb nutzen wir natürlich den Report auch in unserem Hause. Und wir sind ja selbst Eigentümer von Immobilien und wissen auch sehr wohl, dass man dazu bestimmte Informationen braucht und man sie sich nicht im Netz qualvoll zusammensuchen muss. Das ist richtig. Der Marktreport ist ja sozusagen entstanden in unserer Immobilienrunde im Wirtschaftsraum Augsburg, im Aktivkreis, im Kernteam sozusagen der Steuerungsgruppe. Also auch die Stadtsparkasse von Anfang an mit dabei. Wie sehen Sie so Ihre Rolle in der Immobilienwirtschaft, natürlich auch in diesem engeren Kreis, der versucht hier das Thema Immobilie im Wirtschaftsraum Augsburg zu pushen? Schön, dass Sie die Frage stellen, die mir auch selbst immer eine Antwort darauf brennt. Ich glaube, die Stadtsparkasse Augsburg nicht nur als größtes Kreditinstitut im Raum Augsburg. Wir kennen, so sage ich es immer, eigentlich über 200 Jahre fast, die Sparkasse besteht, fast jede Immobilie in Augsburg in der Region. Wir nehmen etwa 4.000 bis 5.000 Mal im Jahr eine Immobilie in die Hand, wenn man das so bildlich sagen darf, ob das als Selbsteigentümer, Vermieter, Investor ist, aber natürlich als auch Kreditgeber. Wir machen Immobiliengutachten. Wir brauchen das aus vielfältigen Gründen heraus. Von der Seite her kennen wir den Markt natürlich besonders gut. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind lange in diesem Geschäft. Und von der Seite war es uns immer ganz wichtig, dass wir ein Big Player im Immobilienmarkt mit dabei sind und eben auch Unterstützung geben und dass wir das vorantreiben. Weil wir, ich glaube, Augsburg und die Region kann sich noch mehr oder eine größere Scheibe abschneiden vom Immobilienmarkt, wenn noch mehr Investoren Richtung Augsburg schauen. Daran arbeiten wir quasi gemeinsam. Natürlich, so ist es. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und gerne für das Interview. Vielen Dank. Seit 2013 arbeitet eine kleine Gruppe von Immobilienunternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg gemeinsam daran, neue Instrumente der Vermarktung auf die Beine zu bringen und vor allem Transparenz in den Augsburger Markt zu bringen. Das Kernteam Immobilien, wie sich die Gruppe genannt hat, hat den Immobilienkongress aus der Taufe gehoben, die Exporeal-Auftritte im Wesentlichen mitbestritten. Aber ein wesentlicher Punkt für Markttransparenz ist der Immobilienmarktreport, wie wir ihn heute hier präsentieren. Und mit Herrn Benjamin Dierig, der einer der beiden Sprecher der Gruppe ist, möchten wir jetzt gerne ein bisschen über die Rolle dieses Kernteams sprechen. Herzlich willkommen bei unserer Präsentation des Immobilienmarktreports. Ich habe eben schon erwähnt,
Der Marktreport ist eigentlich aus dem Kernteam Immobilien heraus angestoßen worden, also einer Gruppe von Immobilienunternehmen hier in der Region Augsburg, die etwas bewegen möchten. Weshalb braucht dieses Kernteam? Was ist so wichtig daran, dass sich auch viele engagieren? Sie haben ja den richtigen Begriff schon in den Mund genommen. Das Thema ist bewegen. Es gibt, wie in jeder Branche, gibt es immer Unwägbarkeiten und die muss man überwinden. Unwägbarkeiten, das heißt, es gibt immer was, was nicht passt. Es gibt immer was, was zu lang dauert. Es gibt immer was, wo einer nicht so richtig will. Und die Aufgabe und das Ziel des Kernteams ist, solche Punkte in der Immobilienbranche zu identifizieren und zu gucken, wie kann man sie verändern. Ich nehme bewusst nicht den Begriff verbessern in den Mund, sondern wie kann man sie verändern. Und da ist der Hintergedanke immer Hand in Hand. Niemals als besserwisserischer Lehrer, der dann sagt, ah, das könnt ihr doch anders machen, weil dann kommt man nicht weiter, sondern das muss man immer Hand in Hand machen. Das Kernteam hat sich zusammengefunden und hat gesagt, wir wollen die Dinge ein bisschen verändern, natürlich zum Wohl unserer Branche, der Immobilienbranche. Das ist der Hintergedanke. Und das war auch Ihre persönliche Motivation, mitzumachen? Bei mir ist es ein Erbe. Also ich bin die zweite Generation in meinem Bereich, aber natürlich war es ganz klar, dass ich dieses Erbe antrete. Und dass ich für meinen Bereich innerhalb der Immobilienbranche natürlich auch gucke, dass ich was verbessere. Ein bösartiger Mensch würde sagen, es ist vielleicht Lobbyarbeit, das würde ich aber nicht sagen, weil man nicht irgendwie wie ein typischer Lobbyist schaut, dass man Geschäft dort erfindet, wo vielleicht noch keins ist, sondern dass man das Geschäft, das da ist, idealerweise für alle ein klein wenig so verändert, dass es leichter wird. Das ist so der Hintergedanke. Ich habe von vielen im Kernteam gehört, letztlich ist es eine Art auch von wirklicher Verbundenheit hier mit dem Standort. Man will auch was zurückgeben von dem, was man hier auch generiert hat als Geschäft. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Ich sage für mich immer, wenn jemand fragt, was macht denn das Kernteam eigentlich? Und ich sage, das Kernteam ist der Mittler zwischen zum Beispiel dem Aktivkreis Immobilien oder der Immobilienbranche ganz generell, als Mittler an die Verwaltung, an die Stadtregierung und so weiter. Und ich sage immer, wenn mich einer fragt, das ist 80% altruistisch und 20% natürlich auch zum eigenen Wohl. Wenn es nämlich kein eigenes Wohl an der Stelle gibt, dann wäre man, glaube ich, da verkehrt. Also es kommt immer für einen natürlich auch ein Vorteil heraus, wenn man was bearbeitet, aber zu 80% mache ich das für mich. Definitiv nicht für mich, sondern zum Wohl aller innerhalb der Branche und dann letztendlich schon auch zum Wohl der Stadt Augsburg. Wenn man nämlich die ganze Zeit nur bremst, immer nur nach hinten guckt, immer nur auf die Historie sich besinnt, was alles so toll ist, dann schreibt man selber keine Geschichte. Und Augsburg hat wahnsinniges Potenzial. Eigentlich immer gehabt. Wir hatten so eine kleine Delle von, ich würde mal sagen, 30, 35 Jahren, einfach durch den Niedergang auch der Textilindustrie. Das ist ja auch wieder ein Bereich, in dem ich einen guten Einblick habe. Aber aus der Delle sind wir rausgekommen, nicht erst seitdem der FCA in der Bundesliga spielt. Und das mit viel Nachdruck und deswegen lohnt es sich auch. Und ja, es muss das Ziel sein, eben auch für die Stadt und für alle innerhalb der Stadt ein bisschen was zu bewegen. Das ist das Stichwort, ein bisschen etwas zu bewegen. Was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse, die wichtigsten Projekte, die das Kernteam angestoßen oder nicht nur angestoßen, sondern auch umgesetzt hat? Da müsste man als letztes jetzt das sagen, weswegen wir eigentlich heute hier stehen. Ja. Natürlich, der Immobilienmarktreport ist ein Kind des Kernteams und einer der Teilnehmer des Kernteams ist der Federführende, so muss man es einfach sagen, weil er das wirklich an sich genommen hat und auch die Feder führt. Aber natürlich, der Input kommt auch von den anderen und er kommt deswegen so gut von den anderen, weil der Teilnehmerkreis des Kernteams einfach so bunt ist. Da ist jemand wie ich dabei, der im Gewerblichen für den eigenen Bestand agiert. Da sind andere dabei, die gewerblich agieren, um es dann zu veräußern. Das Gleiche für den Wohnbereich. Wir haben Vermarkter dabei, die einen guten Namen in Augsburg haben. Wir haben Banken, die mit dabei sind. Also wirklich ein bunter Strauß dieses ganzen Bereichs der Immobilienbranche, wo man dann eben auch die größtmögliche Tiefe hat. Es sind so ungefähr 12 Personen mit vielleicht auch sich ändernder Besetzung, aber grundlegend 12 und mehr dürfen es auch gar nicht sein, weil sie nämlich... Ich sage es immer, wenn jetzt jeder mit seinen Interessen der Immobilienbranche zur Stadtverwaltung geht und sagt, wir müssen da mal was machen, dann wird das Gehör, glaube ich, wenig werden. Wenn aber 12 kondensiert mal dorthin gehen und sagen, wir müssen über gewisse Themen reden, dann funktioniert das. Aber Sie haben gefragt, was sind denn so die Errungenschaften des Kernteams? Ja, der Immobilienmarktreport, aber eben tatsächlich auch die Möglichkeit, bei der Stadtspitze
Gehör zu finden. Wir hatten verschiedentlich Termine mit OB Griebel damals und Eva Weber, heute die Oberbürgermeisterin, und Herrn Merkel zusammen und haben dort vornehmlich auch in dem Bereich der baulichen Sicherheit, könnte man das jetzt sagen, mal drüber geredet. Eine Form der SOBON für Augsburg. SOBON ist ja ein Begriff aus München. Die sozialverträgliche Bodennutzungsrichtlinie, dass man einfach sagt, okay, wenn ich etwas neu entwickle, dann will ich wissen, was trifft mich? Welcher Prozentsatz der Sozialquote, heißt, welchen Prozentsatz sozialen Wohnungsbau muss ich denn machen? Und Sie wissen, in der Vergangenheit waren es mal 10, mal 15, mal 20, mal 25, dann geforderte 30% oder noch mehr. Das ist erzeugt Unsicherheit, und eines der Themen war eben zu sagen, gerade in diesem Bereich möchten wir Sicherheit haben. Und deswegen gibt es jetzt dieses Konstrukt, das SOBON. Dann ist natürlich die Expo Real ein Thema. Und was könnten wir noch sagen? Ich glaube, die Kernthemen. Den Kongress haben wir natürlich auch in der Gruppe mit aus der Taufe gehoben. Genau, das haben wir. Danke für den Hinweis. Das hätte von mir kommen können. den Kongress natürlich auch. Ein wahnsinnig erfolgreiches Produkt, das jetzt mehrere Male stattgefunden hat an unterschiedlichen Orten und auch zunehmend Interesse nicht nur aus Augsburg, sondern aus der Umgebung und auch aus München erfährt. Also das ist auch eine sehr positive Errungenschaft des Kernteams. Also es macht Spaß und Sie machen weiter an dem Thema gemeinsam mit Ihren Kollegen. Es macht Spaß, es ist teilweise anstrengend, es ist wie eine große Familie. Es gibt ab und zu Geschwister, die gut mitmachen, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Es gibt ab und zu Geschwister, die weniger gut mitmachen, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Es ist aber ganz normal. Also es wäre total gelogen, wenn das Kernteam ein netter Freundeskreis wäre. Das soll es gar nicht sein, sondern da muss es auch mal hitzig zugehen und da muss man auch mal einfach unterschiedlicher Meinung sein und da muss es vielleicht auch mal lauter werden. Deswegen sage ich, wie in einer Familie. Letztendlich gehören wir alle zusammen. Letztendlich macht es mit allen Spaß. Ich möchte keinen einzigen aus diesem Team missen. Es wird irgendwann Veränderungen geben, weil auch das normal ist, und dann wird sicherlich was Positives nachkommen, so wie es jetzt momentan ist. Ja, ich mache da weiter, definitiv. Herr Dierig, danke für den Einblick in das Wirken im Kernteam. Sehr gerne, auf jeden Fall. Wir nähern uns jetzt dem eigentlichen Inhalt unseres Immobilienmarktreports. Der besteht aus drei wesentlichen Teilen. Wir porträtieren den Standort mit seinen Rahmendaten, dann den Markt mit seiner Marktanalyse, was Michael Tiede macht. Und dann stellen wir am Ende Projekte, Objekte dar, die einfach zeigen, wie attraktiv die verschiedenen Immobilienmärkte in der Region Augsburg sind. Ich starte jetzt selbst mit dem Thema Standortrahmendaten. Wir haben die Überschrift für dieses Kapitel im Marktreport gewählt. Positiv, Trend hält auch 2019 an. 2018 war ein Jahr mit vielen Rekorden. 2019 hat sich der Trend weiter stabilisiert. Ein markanter Punkt, Ende 2019, 300.000 Einwohner bei der Stadt Augsburg. Also ein Highlight, was sich über die Jahre abgezeichnet hat. Insgesamt heißt das, wir haben einen sehr stabilen Trend im Bereich der Bevölkerungsentwicklung, aber auch der weiteren Wirtschaftsziffern. Dazu einige Informationen aus den Folien, die wir im Report wiedergeben. Man sieht beispielsweise an der hier eingeblendeten Folie, dass die Stadt Augsburg in den letzten Jahren im bundesweiten Vergleich sehr hoch rankt, was insgesamt die Bevölkerungsentwicklung, der Bevölkerungszuwachs betrifft. Aber nicht nur die Gesamtentwicklung ist hier sehr positiv, gerade auch das Wachstum bezogen auf verschiedene Bevölkerungsteile ist an der Stelle sehr interessant. Wir haben nämlich im Vergleich zu den allermeisten Städten, zu den allermeisten Großstädten in Deutschland, einen Zuwachs über, ich sage mal, die verschiedensten Bevölkerungsgruppen hinaus. Deutschland insgesamt hat vor allem Zuzug aus dem Ausland. Augsburg hat zu dem Zuzug aus dem Ausland auch durchaus sehr viel nationalen Zuzug erleben dürfen. Das heißt, wir haben also alle Bereiche der Bevölkerung anziehen können. Und das hebt uns sogar etwa vom großen Nachbarn in München positiv ab. Insgesamt hat der Wirtschaftsraum Augsburg bestehend aus der Stadt Augsburg, dem Landkreis Augsburg, dem Landkreis Eicher-Friedberg im Moment etwa knapp 700.000 Einwohner. Und wie gesagt,
weiterhin steigend. Die Einwohnerzahl ist das eine. Die andere Frage ist auch, woher rekrutieren sich die Beschäftigten im Wirtschaftsraum Augsburg? Die Pendlerströme, die hier auf der Folie wiedergegeben sind, geben hierüber Auskunft. Es gibt sehr viel Verflechtungen innerhalb der Region zwischen den Gebietskörperschaften, wie sie hier auch nochmal dargestellt sind, in beiden Landkreisen Augsburg und Eicher-Friedberg und der Stadt Augsburg, die einen sehr starken Austausch zwischen einander haben, was die Beschäftigten anbelangt. Die Pendlerzahlen sind hier sehr hoch. Aber man sieht auch, dass die Region sehr stark mit München verknüpft ist. Rund 20.000 Beschäftigte pendeln also täglich zwischen dem Wirtschaftsraum Augsburg und der Stadt München und zeigen, wie eng der Raum, die europäische Metropolregion München, hier miteinander verknüpft ist. Stichwort Beschäftigte und Stichwort Arbeitsmarkt. Hier ein Blick auf die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen und darin dann eingebettet die Zahl der Arbeitslosen bzw. die Arbeitslosenquote in den vergangenen Jahren. Wir haben im Jahr 2018 hier die absolut niedrigste Arbeitslosenquote erreicht, aber auch 2019 lag also im Jahresdurchschnitt die Quote bei 3,4%, historisch niedrig in diesen beiden Jahren. In vielen Bereichen, gerade auch in den Bereichen der beiden Landkreise, war in Teilen des Jahres eine 1 vor dem Komma der Arbeitslosenquote und damit quasi Vollbeschäftigung gegeben. Die Arbeitslosenquote nahm Corona-bedingt im Jahr 2020 natürlich wieder zu. Aber wir sind immer noch in Bereichen einer Arbeitslosenquote, die im Augenblick stark unterdurchschnittlich im Vergleich etwa zum bundesdeutschen Wert liegt. Auch der Arbeitsmarkt bzw. die Ausbildungsplatzsituation ist sehr positiv in der Region, zumindest für die Auszubildenden selbst. Im Jahr 2019 lag also die Relation zwischen Angeboten und Nachfragen. Wir hatten auf 100 Ausbildungsbewerber 129 Ausbildungsplatzangebote. Von daher ein sehr positives Thema, zumindest aus dem Blick der Auszubildenden. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben im Jahr 2019 wiederum einen Rekord gegenüber 2018 erreicht. Wir hatten noch nie so viele Arbeitsplätze wie im Jahr 2019 in der Region. Zum 30. September 2019 waren das rund 266.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Nicht nur die Beschäftigtenzahl hat sich in den letzten Jahren auf Rekordniveau bewegt. Analog dazu hat sich auch das Bruttoinlandsprodukt in der Region entwickelt. Wir sind also auch hier im Jahr 2017 ist hier die jüngste Zahl entsprechend auf ein Rekordniveau gelaufen. Wir haben eigentlich über die Jahre mit Ausnahme der Finanzkrise und des Jahres 2012 durchgängig entsprechende Zuwächse, die oft, aber nicht immer, auch über den Zuwächsen in Freistaat Bayern oder im Bund liegen. Interessant ist an der Stelle auch der Blick auf die Frage, wo sind die entsprechenden Beschäftigten denn aktiv? Die Frage der Branchenverteilung im Wirtschaftsraum Augsburg. Die größten Zunahmen haben wir interessanterweise im Immobilienbereich. Wir haben sie bei dem Thema chemische Erzeugnisse und Kunststoffwaren und wir haben sie auch im Informations- und Kommunikationstechnologiebereich, also IT. Daneben immer noch als stärkste Gruppe das produzierende Gewerbe, aber nicht mit den Zuwächsen, wie wir sie im Bereich der beiden anderen genannten Themen haben.
die jüngsten Impulse im Wirtschaftsraum Augsburg gehen aus vom Bereich der Gesundheitswirtschaft oder im Augenblick auch vor allem aus dem Bereich des Gesundheitswesens. In den letzten 10 Jahren haben die Beschäftigten in dem Bereich um 31% zugenommen. Das ist aber durchaus auch ein Wert, der an anderen Stellen in Deutschland erreicht wird. Aber wir erwarten uns sehr große Impulse aus dem Bereich der Universitätsmedizin, die jetzt aufgebaut wird, zusammen mit dem Universitätsklinikum. Eine Studie, die wir in den letzten Jahren haben anfertigen lassen, gibt uns hier entsprechende Perspektiven, die hier auch auf der Folie wiedergegeben ist. Wir erwarten einen sehr großen Zuwachs im Bereich der Beschäftigung, bis zu 6.500 Personen, die in dem Bereich der Gesundheitswirtschaft, des Gesundheitswesens zusätzlich Beschäftigung finden. Eine Bruttowertschöpfung, die sich hier in der Zahl von etwa 400 Millionen Euro niederschlagen könnte pro Jahr. Von daher ist das neben Themen wie Innovationspark etc. für die Region ein Hoffnungs- und auch Wachstumsträger für die nächsten Jahre. Soweit als kurzer Einblick in unsere Datengrundlage für den Wirtschaftsraum Augsburg. Wie ich eben schon sagte, wir nähern uns schrittweise dem Kern des Immobilienmarktreports. Und der Kern ist eigentlich genau natürlich die Analyse der Marktsituation. Und dafür ist jetzt der Autor und Experte Michael Thiede von New Estate Solutions bei uns. Herr Michael Thiede, die Interpretation der Daten, das ist sozusagen ja Ihr Kern. Wir sammeln Daten aus vielerlei Quellen. Am Ende läuft das alles bei Ihnen zusammen. Und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, was der diesjährige Immobilienmarktreport in diesem Kern der Analyse aussagt. Bitte. Vielen, vielen Dank. 2019 war, ja, wie immer ein bewegtes Jahr, aber doch ein Jahr, in dem sich der Immobilienmarkt in einer Seitwärtsbewegung fand und keine dramatischen Änderungen erfuhr. Der Office-Markt ist in Augsburg seit vielen Jahren ein sehr interessanter Markt und wird auch immer interessanter und wird auch zukünftig die Immobilienwelt in Augsburg maßgeblich begleiten und bestimmen. So können wir in 2019 feststellen, dass unsere Office-Mieten im Prinzip relativ konstant geblieben sind. Wir haben in der Spitzenmiete eine leichte Tendenz nach unten. Das lag aber daran, dass es verschiedene Einzelmieter gab, die relativ hohe Mieten für besondere Flächen bezahlt haben. Will also heißen, wir liegen in der Spitzenmiete bei maximal 16 Euro, liegen im Durchschnitt etwa bei 13,50, 14 Euro und liegen im Bestand bei 9 bis 10 Euro. Das spiegelt im Prinzip den Markt wider, wie wir ihn die letzten ein, zwei Jahre vorgefunden haben und gehen jetzt auch in Bezug auf die Corona-Krise davon aus, dass wir auch im Jahre 2020 einen ähnlichen Markt vorfinden werden und keine wesentliche Änderung erfahren. Die Durchschnittsrenditen im gewerblichen Bereich haben sich dennoch verändert. Sind wir in 2017, 18 noch im Neubau bei etwa einer 5%igen Rendite gewesen, liegen wir jetzt schon bei Angeboten, die im Bereich von 4,2 bis 4,5% liegen. Auch in den weiteren Bereichen in weniger attraktiven Lagen oder auch in Bestandsoffice-Lagen haben sich die Renditen ein Stück weit verändert, sodass wir im Office-Bereich im Mittel zwischen 4% und 7% liegen, je nach Lage, Ausstattung, Neubau oder Bestand. Dies spiegelt auch der gesamte Markt wider, will also heißen, alle Städte von A bis D haben in ihrer Rendite angezogen, alles ist ein Stück weit attraktiver geworden. Und wir gehen davon aus, dass das gesamte Umfeld 2020 sich nicht wesentlich verändern wird. Will also heißen, in A-Städten wurden kaum mehr 3,5% im Office-Bereich an Rendite erzielt, sodass die B- und C-Städte immer attraktiver und interessanter werden. Diesen Trend hat man auch
spürbar innerhalb dem Privatbereich gesehen, in den Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenmittelhäusern. Auch hier kann man feststellen, dass von 2017 bis 2019 doch erhebliche Preissteigerungen gegeben sind. Wenn man hier nur das eine Beispiel nimmt, von einem Einfamilienhaus im Mittel von rund 430.000 zu 2019 im Mittel bis zu 588.000. Das ist eine erhebliche Preissteigerung, der private Sektor erfahren musste. Und dieser wird sich mangels Angebot, insbesondere im Stadtbereich Augsburg, auch in einer Art und Weise fortsetzen. Sicher nicht so exorbitant, aber es wird sich fortsetzen, weil einfach das Angebot am Markt nicht gegeben ist. Besonders gefragt und auch der Bedarf nach wie vor gegeben sind die klassischen Eigentumswohnungen. Hier haben wir im Stadtgebiet ganz unterschiedliche Preise. Wenn wir im Mittel, im Stadtgebiet und im Stadtrandgebiet bei etwa 5.500 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche liegen, so kann man in der Spitze durchaus feststellen, dass wir auch Preise zwischen 6.500 und 7.000 Euro haben, müssen aber feststellen, dass über 7.000 Euro auch im letzten Jahr kaum Angebote am Markt waren und die sich aber auch nicht durchsetzen konnten. Dieser Trend wird sich in 20 sicher nicht verändern, will heißen, das Preisgefüge wird sich in 20 eher seitwärts bewegen, sodass das 20er Jahr, das 19er in der Form sicher widerspiegeln wird. Von großer Bedeutung sind die Mieten. Auch hier kann man feststellen, dass es keine dramatische Veränderung gab. Im Mittel liegen wir im Neubaubereich auch hier bei etwa 12,50 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche, im Bestandsbereich deutlich niedriger. Differenziert werden aber mittlerweile sehr stark die Stadtgebiete und Lagen. Ich kann auch durchaus 13,50 bis 14 Euro in sehr guten Lagen erzielen. Aber wie gesagt, eben im Mittelbereich liegen wir bei etwa 12 Euro bis 12,50 Euro im Neubaubereich und zwischen 10 und 11 Euro im Bestand. Die Bestandsimmobilien sind nach wie vor sehr stark gefragt. Aber auch hier sind die Renditen gesunken, will also heißen, 100%ig wohnwirtschaftliche Immobilie liegen die Renditen heute zwischen 3 bis 4,5%. In allen Kategorien sind die Renditen gesunken, da die Nachfrage insbesondere in 19 sehr hoch war und das Angebot sehr gering. Daran wird sich auch in 20 nichts ändern. Es ist nicht abzusehen, dass ein größeres Angebot auf dem Markt erscheinen wird, sodass die Renditen in einem Korridor zwischen 3 und 5% im Bestandsbereich sich weiterhin bewegen werden. Hier haben wir nochmal einen kurzen Vergleich zu den Spitzenrenditen in 1A-Lagen in Augsburg im Vergleich zu den sogenannten Big 7. Hier sehen wir, dass wir insbesondere im Bürobereich sehr attraktiven Standort darstellen, aber auch in allen anderen Segmenten wie Einzelhandel etc. ist der Augsburger Standort im Vergleich zu den Big 7 als sehr, sehr attraktiv für Investoren anzusehen. Das war's. Im kurzen Abriss über den Immobilienmarkt 2019 in Augsburg. Herr Thiele, vielen Dank für den Einblick. Erst einmal reinschnuppern in die Zahlen. Damit wollen wir natürlich auch Appetit machen für all diejenigen, die dieses hier sehen, dass sie auch den Marktreport bestellen und dann tatsächlich sehen, wie attraktiv der Standort Augsburg mit seinem Immobilienmarkt eigentlich ist. Nochmal herzlichen Dank. Bitte gerne, Herr Thiele. Ja, wir haben uns jetzt eben mit den ersten Themen oder mit den wichtigsten Themen aus dem Marktreport befasst, die Analysezahlen aus 2019. Herr Steininger von Bulwiengesa ist heute hier, um nicht darüber zu sprechen, sondern natürlich über das, was eigentlich erst nach 2019 aber entscheidend passiert ist. Denn wir haben uns natürlich schon gefragt, nach Covid-19 oder mittendrin, in dem Thema Pandemie können wir jetzt einen Marktreport 2019-2020 herausgeben, der dieses Thema komplett ausblendet. Unsere Antwort war logischerweise fast nein. Die Zahlen von 19 blenden es aus, das ist retrospektiv. Und deswegen war es uns umso wichtiger und deswegen auch großen Dank an Sie und an Bulwiengesa, dass Sie uns also hier quasi mit einer aktuellen oder aktuellsten Analyse aushelfen, was die Wirkungen von Covid-19 insgesamt konjunkturell, aber auch auf die Immobilienmärkte national und auch, und das finde ich besonders mutig, auch ein Blick auf den quasi regionalen Markt, dass Sie das für uns tatsächlich just in time für die Herausgabe des Marktreports gemacht haben.
Also vorweg schon der Dank dafür, auch dass Sie heute hier sind. Und natürlich wollen wir ein wenig partizipieren an dem, was Ihre Analysen sagen. Insbesondere natürlich erst einmal so im globalen Kontext. Wie wirkt sich Covid-19 konjunkturell aus? Das ist natürlich so die globale Frage, jenseits auch der Immobilienmärkte. Wir sind Wirtschaftsförderung. Wir fördern nicht nur Immobilie und Immobilienunternehmen, sondern viele, viele andere Industrie, KMU, was auch immer sich in einer Region wie Augsburg an Branchen tummelt. Was steht dort zu erwarten? Was kann man Stand heute dazu sagen? Steinmüller. Gerne. Danke für die Einladung, dass ich heute zu Ihnen kommen konnte. Und das ist genau die spannende Frage, also wo man sich auch bei uns Volkswirten austauscht, wie schwierig, wie schwer kann es eigentlich sein, wie tief fallen wir vor allem rum. Also interessant ist immer die Zahl eigentlich, nur die Fallhöhe, wo man runterkommt. Weniger eigentlich manchmal auch die ganzen Kausalketten oder welche Auswirkungen es haben. Und es hat sich doch in der letzten Zeit immer mehr gezeigt, je näher oder je mehr Zahlenmaterial man hat, desto klarer ist auch die Sicht geworden. Wo der Sachverständigenrat am Anfang März eigentlich noch mit nur eigentlich -2,8% gerechnet hat, sich nach 14 Tagen, 3 Wochen nochmal korrigieren musste, waren wir schon bei 4,2% im Minus herinnen. Ich habe meine Prognosen zum Anfang April abgeschlossen und wir sind zu einem Wert von -5,8% rausgekommen. Und hier ist es immer interessant, wie Sie auch gewichten, die Phase des Shutdowns und die Post-Shutdown-Phase. Und bei der Post-Shutdown-Phase ist wieder das langsame Anfahren entscheidend, wie lange Sie eigentlich brauchen, wiederum in Gang zu kommen und wie schwer eigentlich dann die Krise noch weiter wirkt. Ist vor allem auch der soziale Konsum, die Verhaltensänderungen von uns, die letztendlich auch es ein bisschen unsicher werden lassen, wenn man als Beispiel einfach so nimmt, der Schnitzel, das wir in der letzten Woche nicht essen konnten, weil die Gaststätten zu hatten. Das werden wir wahrscheinlich in dieser Woche, wo es erlaubt ist, nicht 2 Portionen Schnitzel uns bestellen. Und wenn man natürlich die 8 Wochen noch davor betrachtet, 8 Schnitzel plus den einen Berg noch dazu, also dann sollte man auf die Nachspeise wahrscheinlich verzichten. Und das macht das Ganze so schwierig. Und dann, wie Sie es auch gesagt haben, nochmal eigentlich der Schritt runter. Die Regionalisierung ist natürlich eine spannende, ist natürlich mit mehr Unsicherheit behaftet. Also man sollte eine Zahl eigentlich nicht, sondern den Trend eigentlich immer mehr analysieren. Aber da sind wir für Deutschland beziehungsweise für die lange Sicht auch für die untere Region oder administrative Einheit der Stadt Augsburg beziehungsweise von A3, A3 sehr optimistisch, dass man also aus diesem konjunkturellen Einbruch sich erfangen wird. Bevor wir so auf die Tiefen der Region eingehen, vielleicht noch eine mutige Frage, vor der ich gar nicht weiß, ob Sie sie beantworten können. Gerade jüngst hat sich also hier der IHK-Kammerpräsident, Herr Dr. Kopton, geäußert, wir können uns auf keinen Fall einen zweiten Shutdown leisten. Können Sie dazu etwas aus Ihrer Sicht sagen? Leisten sind natürlich immer die Kosten eigentlich, die man hat. Wenn er kommt, dann kommt er, dann müssen wir uns ihn auch leisten. Es ist natürlich unser Feuer, ob es jetzt die Fiskalpolitik, die Geldpolitik ist oder die anderen Töpfe über Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge. Da geht uns langsam die Munition aus. Oder wir müssen uns mehr verschulden und wir müssen natürlich auch die Verschuldung, also die Schecks, ausstellen. Können wir auf jeden Fall nur nachfolgende Generationen bzw. an unseren Sozialversicherungsbeiträgen, werden wir es wahrscheinlich dann in den kommenden Jahren sehen, dass es da nur eine Richtung gehen wird und die ist halt nicht in der Senkung, sondern eher dann in der Zunahme von unseren Beträgen. Auch ein kommunales Thema mit der Verschuldung, also was uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich noch zu spüren bekommen. Für die Prognosen oder für fast nahezu alle Prognosen kann man sagen, eine zweite Welle ist bei den oder bei allen Prognosen, die ich kenne, und ich kenne einige Prognosen, also von Wirtschaftsforschungsinstituten, von Konkurrenzunternehmen, von IHKs, von Banken, ein zweites Szenario oder eine zweite Welle ist eigentlich nie im Main-Szenario eingepreist. Also da erhoffen wir uns, dass wir wenigstens eine Verhaltensänderung eigentlich haben, dass wir vorsichtiger, verantwortungsvoller umgehen und dass es also zu diesem zweiten Schritt nicht kommen wird. Ja, lassen Sie es doch nach dem globalen oder nationalen tatsächlich einen Schritt in die Region machen.
Ich kenne ja nun schon den Artikel, der im Immobilienmarktreport erscheint, und es hat so eine gewisse Erleichterung hervorgerufen, dass also dort im Kern steht, ich nehme jetzt quasi schon ein bisschen die Spannung raus, wir bleiben im Bereich des Immobilienmarktes eigentlich auf einem guten, stabilen Aufwärtsweg. Was steckt dahinter? Weshalb passiert das? Weshalb dürfen wir uns da hoffentlich ein bisschen entspannen? Anders hätten Sie mich wahrscheinlich nicht eingeladen, würde ich jetzt sagen. Nein, Spaß beiseite. Also wir sehen ja, es ist ja kein Kriegszustand oder irgendwas anderes, wo man jetzt sagt, ein Kapitalstock ist zerbrochen, ein Land liegt eigentlich danieder. Für uns Volkswirte ist es eine ungewohnte Situation, wo Sie auf einmal auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite einen Schock zu spüren bekommen. Und über allem ist dann noch also die Pandemie ein Gesundheitsrisiko, dass diese drei Größen miteinander einwirken. Aber man hat es jetzt auch wieder retrospektivisch an den vergangenen Wochen gesehen. Die Fallzahlen gehen herunter, die Bevölkerung wird vernünftiger, auch am Immobilienmarkt gibt es wiederum eine Erleichterung zu spüren, auch dass diese Schockstarre, die eingesetzt hat, wo man also die Unsicherheit nicht gewusst hat, wie es eigentlich weitergeht, dass sich das Ganze wieder auflöst und dass wir eigentlich zum Business as usual oder fast wie gewöhnlich eigentlich zurückgehen. Und die Fundamentaldaten, die haben sich ja nicht geändert. Also wenn man jetzt auf Deutschland schaut oder wenn man natürlich auf die Region Augsburg schaut, ist es weiterhin ein interessanter Arbeitsplatz eigentlich, ein Wohnstandort herinnen. Es sind interessante Konzepte, die man natürlich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen Tag wegen einer Pandemie in den Papierkorb reinlegt, sondern die Sachen oder die Strategie, die sich Augsburg auch ausgedacht hat, wie sie sich für die kommenden Jahre aufgestellt hat, die sollen ja auch Jahrzehnte auch länger eigentlich gehen. Und es ist ja auch nicht, dass man sich kurzfristig leiten lässt, sondern es ist auf lang eigentlich angelegt. Und man sieht ja auch am Arbeitsmarkt, wir haben vor wenigen Wochen oder Monaten noch über einen Fachkräftemangel geklagt. Und jetzt auf einmal wenige Wochen danach sprechen wir eigentlich von einem Heer von Arbeitslosen oder von vielen Kurzarbeitern, die da sind. Aber auch wiederum die Schockzahlen, die wir von der Bundesagentur für Arbeit, die Anmeldungen für die Kurzarbeit, sind ja nicht die Zahlen, die tatsächlich in Kurzarbeit gehen. Und sie gehen ja nicht zu 100% in Kurzarbeit, sondern sie können auch nur zu 10% in Kurzarbeit gehen. Und wenn man sich auch die guten Jahre der Vergangenheit anschaut, wie der Arbeitsmarkt immer knapper und knapper geworden ist, ist auch bei uns die Überzeugung gereift, dass wir Spuren am Arbeitsmarkt erkennen werden, auch für die Stadt Augsburg bzw. das Umland, also für die Region Augsburg. Aber Unternehmen werden auf ihre Kernmannschaft immer vertrauen, weil hier haben sie ja auch Humankapital eingesetzt, das ist vorhanden und man wird immer an seiner Kernmannschaft festhalten, solange es möglich ist. Unterstützungsmechanismen gibt es ja auch von allen administrativen Ebenen, ob es jetzt die Bund, Länder oder auch die Kommunen sind. Also man wird eher an der Kernmannschaft festhalten, und wo es problematisch wird, sind bestimmte Branchen, ob sie jetzt in die Gaststätten, in den Tourismussektor gehen, ob sie ins Messewesen zum Beispiel reingehen. Also Messebauer ist ähnlich wie im Bereich der Reisebranche eigentlich, dass man hier Einschnitte haben wird. Aber wenn man sich vor allem raus die Gaststätten oder das Eventmanagement auch anschaut, das sind ja auch mehr Arbeitsverträge, wo Selbstständige bzw. geringfügig Beschäftigte betroffen sind. Und hier wird es also tiefere Einschnitte geben. Aber bei den reinen Zahlen, ich habe Ihnen ja auch die Ergebnisse mitgebracht, hier sieht man bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten eher noch einen leichten Anstieg oder eine Seitwärtsbewegung. Dank der guten Entwicklung auch des letzten Jahres, weil wir haben ja immer Jahreswerte, die wir miteinander vergleichen. Und wenn Sie den Wert vom 30.06.2019 mit dem zukünftigen Wert in 2020 vergleichen zum 30.06., dann haben Sie natürlich eine Phase gehabt, wo es bis zum Jahresende 2019 noch deutlich angestiegen ist. Und davon sehen wir, wir werden einige Beschäftigungsverhältnisse beenden müssen. So ist es einfach in einer rezessiven Phase. Aber wir haben auch die Möglichkeit mit der Kurzarbeit, mit dem Abbau von Überstundenkonten, der Gleitzeit, dass man ja so wie 2008/2009 den alten Wein eigentlich in neuen Schläuchen eigentlich nochmal das Medium der Kurzarbeit verwendet. Im positiven Sinne, ja. Richtig, dass wir also hier im positiven Sinne, und das hat ja auch Europa übernommen, mit der Kurzarbeit doch noch versuchen, das Wichtigste hier zu retten, beziehungsweise dass die Verwerfungen, die zwar im Bruttoinlandsprodukt oder in der Wertschöpfung vorhanden sind, nicht auf den Arbeitsmarkt
und die Löhne etc. Niederschlagen bzw. auf den Binnenkonsum niederschlagen können. Das heißt auch, dass er die Bedenken, dass sie also auch die möglicherweise sich negativ entwickelnde Einkommenssituation auf das Thema Wohnen letztlich niederschlagen, die können Sie eigentlich an der Stelle weitgehend ausräumen. Richtig, also es ist ein temporäres Problem und man hat zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung, dass wir, na, vielleicht nicht ganz seit der Wiedervereinigung, aber wenigstens seit ich zur Bulwiengese reingegangen bin, also das war 2008, also vor der letzten Krise, haben wir eigentlich nur immer positive Wachstumszahlen oder Veränderungszahlen im verfügbaren Einkommen gehabt. Und wir haben zwar dieses Mal auch prognostiziert, dass wir eine negative Veränderung haben, aber es ist ein temporärer Effekt. Und wir spüren es ja selber in den letzten Wochen, dass wir ja deutlich wieder auch eine Erholung, eine Verunsicherung, die abnimmt, haben und dass so langsam die Wirtschaft wieder spätestens ab dem dritten Quartal laufen wird. Vielleicht nicht, dass der Motor wieder komplett eigentlich auf Hochtouren läuft, aber er wird nicht mehr stottern. Und diese Effekte übertragen sich natürlich auch, dass die Sicherheit langsam wieder zurückkommt. Und so eine Angelegenheit wie ein Hauskauf ist ja auch keine emotionale Angelegenheit, die man einfach mal am Biertisch auf dem Bierdeckel macht, sondern es ist ja auch schon durchdacht. Und wenn Sie einmal die Entscheidung getroffen haben, eigentlich, dass Sie ein Haus kaufen möchten oder ob Sie lieber mieten möchten oder eine andere langfristigere persönliche Entscheidung, die werfen Sie ja nicht sofort eigentlich über Bord, wenn jetzt temporär Sie vielleicht aufs Kurzarbeitergeld von 67% zurückgestuft werden, sondern Sie haben sie immer noch im Hinterkopf. Und man sollte auch immer wieder nicht vergessen, dass das Zinsniveau natürlich auch die Kredite, die Sie jetzt aufnehmen können, nochmal den Markt ziemlich befeuert haben, wie auch in der Vergangenheit. Also dass auch die Refinanzierungskosten extrem positiv für Individuen eigentlich sind, die eine Wohnung kaufen möchten, für die Firmen eigentlich sind, um Investitionen zu machen. Und die haben sie auch einen positiven Effekt, der ein temporäres, zurückgehendes Einkommen überkompensiert. Wenn wir nochmal den Schwenk zur Gewerbeimmobilie an der Stelle machen, wir haben ja jetzt gerade aktuell viele interessante Objekte, Projekte in der Pipeline, ob das der Schelgen Campus ist, ob das Weitblick 1.7 ist, die alle, ich sag mal jetzt, High-End-Büroimmobilien sind oder werden. Sie würden also an der Stelle auch sagen, hier müssen sich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, keine schlaflosen Nächte machen. Vielleicht hatten Sie schon schlaflose Nächte, bis Ihr Report rausgekommen ist, aber spätestens dann sollten Sie es ein bisschen weniger kritisch sehen, weil die Entspannung auch kommt und es sind ja interessante Projekte, die ja auch interessant miteinander verknüpft sind. Also hier ist ja auch eine Strategie der Region dahinter, dass man die Universität, die Wissenschaft hat, dass man die Arbeitgeber eigentlich oder die Arbeitgeber eigentlich die Unternehmen dazu hat. Man hat die Messe eigentlich dran, man ist an einem interessanten Standort und es generiert ja von sich auch selber schon die Nachfrage. Und der Augsburg ist ja ähnlich wie auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Wir starten ja nicht bei einer Leerstandsquote von 20%, wo wir also im Tal des Todes sozusagen schon herinnen sind, sondern wir sind bei 4,5%, also Leerstandsquote im letzten Jahr gewesen. Und wir werden sogar in diesem Jahr ein kurzes Absacken eigentlich noch haben, weil wir nicht davon ausgehen, dass auch die wichtige Gruppe der Bürobeschäftigten also abnehmen oder deutlich abnehmen wird. Wir haben eine Seitwärtsbewegung und dann eigentlich wiederum die Fachkräftenachfrage in den kommenden Jahren, wenn es wieder läuft, wenn die Nachholeffekte kommen, dass hier dann die positive Entwicklung weitergezogen wird. Demzufolge Leerstandsquote auf einem moderaten Niveau auch weiterhin für Augsburg und die Folge ist dann auch, dass Unternehmen natürlich deutlich bessere Flächen suchen, auch qualitativ hochwertigere Flächen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man ein bisschen mehr für die Miete verlangen kann. Also Tendenz Richtung nach oben, auch in den kommenden Jahren. Also gutes Schlafen für unsere Investoren, genau. Durchaus angesagt. Vielleicht noch eine letzte Frage, die sich ein bisschen an diese, sag mal, neue Bürowelt und gleichzeitig an das aktuelle Geschehen anknüpft. Thema Homeoffice. Wie wird sich denn gerade auch diese Tendenz, von der man, glaube ich, schon ausgeht, es wird was bleiben aus dem Corona-Geschehen, wie wird sich das auf die Flächennachfrage gerade bei hochwertigen, neuen, flexiblen Büroimmobilien auswirken?
Das sind ja die ersten Meinungen schon auf dem Markt, die sagen, mit dem Homeoffice, es ist das Ende der beruflichen Nachfrage. Also wir sind nur noch dezentral verstreut, wir kommunizieren mit welchen Diensten auch immer eigentlich und wie sicher die Dienste sind, lassen wir mal da weg. Aber Sie können genauso auf der anderen Seite sagen, es ist das Ende der Großraumbüros. Wir müssen Abstand wahren, wir stehen ja heute auch schon ein bisschen weiter auseinander wegen der Pandemie und da kann man genauso gut auch sagen, die Großraumbüros oder das Desk-Sharing hätte jetzt auch ein Ende, weil wir aus Hygienestandards natürlich genau hier jetzt einen positiven Effekt auf die Büroflächennachfrage hätten. Auf der anderen Seite natürlich Homeoffice ist eine Möglichkeit der Arbeitsform, die man noch annimmt. Aber wenn man sich die Nachfrage der Bürobeschäftigten oder die nachgefragte Fläche, Bürofläche je Bürobeschäftigten anschaut, dann sieht man seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten schon einen Trend, der leicht negativ ist, aber der nie abrupt eigentlich nach unten geht. Weil man muss auch die Kostenrelationen auch haben, dass man natürlich sagt, ein Quadratmeterpreis in Augsburg kostet 13,15 Euro, sagen wir 14 Euro. Wie viel kostet eigentlich jetzt der Laptop, der Drucker, die technische Ausstattung, der Schreibtisch für zu Hause? Und wenn Sie diese Summen als Arbeitgeber auch aufeinander mal addieren, dann investieren Sie vielleicht auch viel mehr in einen oder zwei Quadratmeter mehr Schutz aus Hygienestandards für Ihre Beschäftigten, als eigentlich, dass Sie jetzt sofort eigentlich sagen, wir brauchen eigentlich nichts. Also hier ist auch die Notwendigkeit von attraktiven Berufsformen, die auch weiterhin gefragt ist und dass hier auch seitens der Unternehmen mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist. Also hier ist noch nicht eigentlich das Ende der Büroflächennachfrage, auch wenn Homeoffice immer beliebter wird, aber ich spüre es selber im Unternehmen herin, es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, sie wollen endlich mal wieder ins Büro zurück, weil auch die soziale Nähe oder der Austausch oder wenn sie auch den Tratsch und Klatsch zum Beispiel haben, also sie möchten sich ja auch austauschen. Ich glaube, daran hat auch die Pandemie wenig geändert, respektive es hat auch den Wert, den sozialen Wert des Arbeitens im Büro für einige auch wieder klarer gemacht. Also auch wir hatten einige Kolleginnen, die dann froh waren, als sie nach 14 Tagen oder gar 3 Wochen auch mal zwei in Quarantäne endlich wieder ins Büro durften, mit aller Vorsicht. Ja, vielen Dank für die Einschätzung, für die Informationen rund um die Wirkungen von Covid-19 auf das konjunkturelle Geschehen, auf die Region, auf deren Immobilienmarkt. Wir werden jetzt natürlich kritisch im Auge behalten, ob sich das auch alles so wie in der Realität widerspiegelt, aber wir hoffen das. Vielen Dank, Herr Steininger. Herzlichen Dank für die Einladung und Sie können mich ja im nächsten Jahr nochmal einladen und dann können wir auch die Ergebnisse evaluieren, ob es wirklich so gekommen ist. Hoffentlich können wir dann einen Haken dran machen. Hoffe ich auch, für den Markt und für uns. Danke für die Einladung. Wir kommen jetzt wieder zurück von der Sicht von Bulwiengeser an Steininger, National, Konjunktur, Markt, quasi zurück in den Kern des Geschehens am Immobilienmarkt in Augsburg. Herr Deurer von EcoOffice, herzlich willkommen hier zur letzten Gesprächsrunde. Sie sind zusammen mit Herrn Dierig, der vorhin ja schon hier auch als Interviewpartner stand, einer der beiden Sprecher von unserem Kernteam Immobilien und treiben, sage ich manchmal fast, die Immobilienwirtschaft ein bisschen vor sich her. Ein Kind der Runde ist der Immobilienmarktreport. Vielleicht sagen Sie uns noch ein paar Worte, wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass wir den jetzt haben und auch, was ist eigentlich die Grundlage, wo kommen die Daten her, wie ist die Interpretation auch zu verstehen, mit welchen Größen handeln wir dort, ein paar Hintergründe zum Immobilienmarktreport. Relativ einfach. Also zunächst mal möchte ich betonen, dass der Immobilienmarktreport für mich das absolute Herzstück ist unseres Engagements der letzten 10 Jahre. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben und dass wir heute in die 4. Version, sage ich mal, hineinsteigen. Ich bin sehr froh, dass wir über die vielen Jahre jetzt langsam auch an Professionalität zugelegt haben, sodass immer mehr Content da ist, immer mehr Tiefe da ist. Wir auch das zwischenzeitlich sehr breit aufgestellt haben. Nicht nur die Stadt Augsburg ist da wieder gespiegelt, sondern zunehmend auch die uns, sage ich mal, angehängten beiden Landkreise, was ein ganz wichtiger Faktor ist, auch für die Zukunft. Der Marktbericht als solches spiegelt letztendlich und soll den Markt widerspiegeln. Und wenn der große Teil der Investoren in die Immobilienlandschaft eben nicht aus Augsburg ist,
dann kennt er Augsburg natürlich nicht so genau wie wir. Und da muss das ihm erklärt werden. Und wenn es dann ein neutraler von den Marktteilnehmern, nicht nur von den Interessensgruppen, sondern von den Marktbeobachtern, von den Banken, von der Stadt Augsburg und den Landkreisen als neutrale Einheiten dann ein Instrumentarium geschaffen wird, um den Menschen draußen den Markt wirklich neutral, nüchtern und transparent zu erklären, dann ist das ein enormer, enormer Vorteil. Und das zeigt sich jetzt auch in den letzten 4 Jahren, seit wir den Marktbericht eingeführt haben. Er wird nicht nur angeschaut, er wird intensiv durchgelesen, er wird intensiv seziert. Es werden viele Fragen gestellt. Aber wir beobachten draußen am Markt, dass er wirklich zur absoluten Grundlage von Investitionsentscheidungen in Immobilien am Standort Augsburg geworden ist. Wir haben ja vor langen Jahren, ich glaube 2013, den Anstoß gegeben, aus der Immobilienbranche zusammen mit der Wirtschaftsförderung, dass wir Immobilienmarktberichte auch seitens der Gutachterausschüsse bekommen. In diesem Jahr haben wir jetzt tatsächlich die Phalanx sozusagen geschlossen. Alle 3 Gebietskörperschaften, alle 3 Gutachterausschüsse geben jetzt ihre Marktberichte heraus. Jetzt im April oder Anfang Mai haben wir mit dem Bericht zum Landkreis Eicher-Friedberg quasi die Komplettheit hergestellt. Ziel erreicht an der Stelle. Zunächst mal, auch da bin ich enorm dankbar und froh, dass die Wichtigkeit dieser grundsätzlichen Institution Gutachterausschüsse in den Verwaltungen erkannt worden ist, in der Politik erkannt worden ist und die dadurch letztendlich in die Lage versetzt worden sind, durch vernünftige Finanzausstattung, durch vernünftige Personalausstattung überhaupt diese Dienstleistung erfüllen zu können. Auch wenn wir jetzt momentan noch ein kleines Problem sehen, weil die Daten eben relativ alt sind, die hier aufschlagen. Aber wir sind trotzdem grundsätzlich auf dem richtigen Weg, dass wir auch von diesen Seiten diese wirklich nüchterne, neutrale, aber faktische Information bekommen, die ein Baustein ist und ein wichtiger Baustein ist im Bereich des Marktberichtes. Apropos nüchterne Information. Wir haben uns im Laufe der Erarbeitung des Immobilienmarktreports mit der Frage beschäftigt, welche Messgröße setzen wir denn an, wenn wir über Flächen sprechen. Und seit dem letzten Jahr stehen dort die 3 Buchstaben BGF. Wieso? Naja, zunächst mal ganz nüchtern. Augsburg ist jetzt nicht eine Enklave und kann machen, was sie will. Schon gar nicht, wenn man Menschen von draußen rein, Investoren von draußen rein für unseren Markt begeistern wollen. Und wenn wir dann sehen, wie handhaben es nicht nur die Märkte um uns herum in der Metropolregion München, sondern überhaupt in Deutschland, in Europa und draußen in der Welt, dann gibt es eben andere Kenngrößen. Und wenn wir das jetzt nochmal reduzieren auf Deutschland und auf diese Core-7-Standorte hier in Deutschland, wo einer davon natürlich unser Nachbar München ist. Dort wird alles eben in diesem gewerblichen Bereich mit BGF angegeben. Und wenn wir in dieser Liga mitspielen wollen, dann müssen wir auch in dieser Liga spielen können. Und die Note, die dort gespielt wird, ist eben BGF. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir den Language und auch die ganzen Grundlagen in diese Richtung verändern. Aber ich gebe offen zu, das bedeutet natürlich für jeden individuell, auch für mich, die Challenge, dass man von Quadratmeter Wohnfläche bzw. Nutzfläche über GIF dann in Richtung BGF kommt. Ganz grob, der Unterschied sind ungefähr 25-30% mehr Fläche. Das hat viele Implikationen, bis hin zu, dass die Gesamtmiete deutlich teurer wird, nur aufgrund der Begrifflichkeit, ist aber in der Masse der Fälle eben nicht gegeben, weil dann die entsprechende Grundmiete natürlich auch entsprechend angepasst wird. Also das ist zunächst mal ein faktischer Punkt, an den müssen wir uns gewöhnen, aber wir müssen uns viel bemühen, in der Übergangszeit, sage ich mal, diesen Language auch für uns zu nutzen, dass wir den für uns auch verinnerlichen. Und erst wenn wir dann irgendwann mal den verinnerlicht haben, dann tun wir uns alle, auch wir Augsburger, in diesem Umfeld mit dieser Begrifflichkeit wieder einfach.
Die Begrifflichkeit kommt auch vor, gewissermaßen als etwas, was hier für den Standort noch relativ neu ist, was mit den neuen Projekten verbunden ist. In den Objekten, die wir auch im Kern unserer neuen Immobilienkampagne, der Standortkampagne gemeinsam mit der Immobilienbranche machen. Wir versuchen dort, gerade mit diesen attraktiven neuen Projekten zu zeigen, welche hervorragenden Möglichkeiten hier am Standort Augsburg, im Wirtschaftsraum Augsburg existieren, um sich als Nutzer oder auch als Investor hier zu engagieren. Sie sind auch mit dabei, sogar mit zwei Unternehmen, EcoOffice auf der einen Seite, EcoResidential auf der anderen Seite, Wohnen und Gewerbe. Wieso sind Sie bei der Standortkampagne mit dabei? Was erwarten Sie sich dort? Was passiert dort? Also zunächst mal geht es darum, das ist hehre Ziel aller unserer Tätigkeiten im Rahmen von AOCH 3, Kernteam, Schrägstrich Arbeitskreis Immobilien, dass wir zusammen als Gemeinschaft den Standort Augsburg die übergreifenden Themen organisieren und nach draußen transportieren. Wenn das jeder Einzelne machen würde, hätten wir zum einen eine Vielstimmigkeit und zum anderen würde jedes Budget restlos überfordert werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann was passiert, gegen Null, so wie wir es auch in der Vergangenheit erlebt haben. Nachdem wir jetzt alle miteinander uns zusammengerauft haben, zusammengetan haben, in 10 Jahren einen bunten Strauß an wirklich tollen Formaten definiert haben, mit denen wir für den Markt auftreten, haben wir jetzt ein gewisses Niveau erreicht. Wenn man das aber wieder ins Verhältnis setzt zu allen anderen Märkten um uns herum, mit München angefangen, aber ich gehe über Bayern hinaus, Deutschland, Europa und die Welt, dann haben wir auf der Ebene eben noch eine Menge Hausaufgaben, die wir abarbeiten müssen. Und deswegen haben wir uns innerhalb des Arbeitskreises, innerhalb von AOCH 3, innerhalb des Kernteams, sage ich mal, auf mehrere wichtige Themen geeinigt. Wir haben jetzt das Fundament gesetzt. Jetzt geht es darum, dass wir auf das Fundament wirklich Substanz draufbringen. Also es geht um Qualitätssicherung, es geht um Qualitätssteigerung. Es geht um die breitere Aufstellung der Message, Stichwort die beiden Landkreise. Ganz wichtig, dass die noch mehr zentral auch mit Informationen, sage mal, mit am Tisch sind und sich als Teil dieses gesamten Vermarktungskonzeptes noch mehr verstehen als in der Vergangenheit. Und dann ist mir um diesen Standort Augsburg eingebettet in die Metropolregion München, eingebettet in den Wettbewerb in Deutschland und in Europa nicht bange. Ich glaube, auf dem Klavier, wo wir jetzt zwischenzeitlich spielen und spielen können, haben wir eine ganz gute Chance, dass wir auch einen signifikanten Anteil an zusätzlichem Interesse an unserem Standort generieren, der uns helfen wird, diese ganzen tollen Projekte, die momentan in der Pipeline sind, dann auch in die Realität überzuführen. Wir haben vorhin von Herrn Steininger von Bulwin Begesa gehört, es gibt eigentlich beruhigende Nachrichten, trotz Covid-19 für den Markt. Ich habe ihn gefragt, dürfen Investoren ruhig schlafen? Er hat das bejaht. Sie haben aber auch schon vorher ruhig geschlafen, ohne die Expertise von Bulwin Begesa zu dem Thema. Sie haben ja auch ein großes Projekt in der Pipeline, in der Umsetzung schon. Zwar nicht baulich, aber die ganzen planerischen Vorarbeiten, Sheraton Campus, Sie schlafen gut? Also zunächst mal grundsätzlich ja. Allerdings muss ich sagen, jetzt unabhängig von der geschäftlichen Seite, das, was da auf uns eingestürzt ist, hat gigantische Herausforderungen von der menschlichen Ebene angefangen, über die Implikationen, sage ich jetzt mal, auf allen menschlichen Ebenen bis hin zu den ganzen Gesundheitsthemen, aber natürlich jetzt auch auf der geschäftlichen Ebene und da zuvorderst jetzt zunächst mal, was passiert denn eigentlich mit den bereits bestehenden Strukturen? Wie stark sind unsere Mieter betroffen? Bleibt am Ende ein signifikanter Kollateralschaden übrig? Wie geht's der gesamten Region? Wie geht's der ganzen Automobilindustrie? Ihr könnt jetzt weitermachen und weitermachen und weitermachen.
Hilft bloß nichts, weil wir das alle erst beurteilen können, wenn sich der Staub ein bisschen gesetzt hat. Und das hoffen wir, dass das im dritten Quartal dann irgendwann mal nach dem Sommer einsetzen wird. Gefühlt und mit all den Informationen, die langsam, sage ich mal, eintrudeln, bin ich gar nicht so pessimistisch. Die Frage ist, was passiert dann, wenn wir wieder alle wirklich justiert die Ärmel hochkrempeln und Gas geben wollen? Werden unsere Dienstleistungen, unsere Waren, die wir produzieren, wird das vom Ausland noch abgenommen? Und wir müssen uns immer, sage ich mal, vor Augen führen, dass der Großteil dessen, was wir tun, was wir wertschöpfen, nicht für uns Deutsche bestimmt ist, sondern für die Welt. Und das wird dann nochmal eine weitere Herausforderung. Aber mir ist insgesamt nicht bange, weil wir hier vernünftige Strukturen haben. Wir haben keine aufgeblasenen Strukturen. Ich bin auch bei unserer Automobilindustrie durchaus positiv, weil ich viel sehe, dass sie versuchen, in die richtige Richtung zu kommen. Deswegen bin ich jetzt grundsätzlich mal positiv eingestellt. Aber es kommt noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt hinzu. Unser Markt war die letzten zwei Jahre zunehmend gekennzeichnet von Exzessen. Und ich nehme jetzt ein Beispiel her. Sie werden im Münchner Stadtbereich und auch selbst im Umland fast keine großen zusammenhängenden gewerblichen Mietflächen mehr bekommen. Das heißt, also, der Leerstand in der Stadt geht gegen Null. Selbst im Umfeld und Speckgürtel sind wir eher bei 2-3% Leerstand und wirklich größere Flächen sind auch dort nicht mehr zu finden. Und der Augsburger Markt hat ja noch nie viel Überhang gehabt, aber auch hier stellt man fest, dass nahezu alles absorbiert ist. Das heißt also, wenn wir nur von den normalen Fluktuationen ausgehen, die normale Fluktuation in München ist 400.000 Quadratmeter, dann haben die nicht ausreichend Versorgung. Und wenn in diese angestrengte Situation jetzt ein Schuss Normalität hineinkommt, dann ist es momentan möglicherweise gar nicht negativ, sondern eher positiv. Und was dann on top, sage ich mal, sich weiterentwickeln wird, da müsst ihr jetzt in die Glaskugel hineinschauen, können wir nicht. Wir brauchen, glaube ich, jetzt einfach Geduld. Und das tun wir und das freut mich, wir müssen weiter an unseren Grundlagen arbeiten, die Hausaufgaben abarbeiten, mit Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft schauen. Und wenn es dann wieder losgeht, okay, einfach da zu sein, fertig zu sein, unser Instrumentarium gut entwickelt zu haben und dann mit viel Finesse, aber auch mit viel Hirn, sage ich mal, zum Arbeiten bringen. Und da ist man in unserem Kreise eingebettet in Ahoch 3 mit der Mannschaft um Andreas Thiel. Ist mir überhaupt nicht bange. Ich bin da eher extrem positiv und optimistisch eingestellt, weil wir auch nie hier am Standort Augsburg die Exzesse erlebt haben, die vielleicht andere Standorte jetzt mehr zum Nachdenken bringt als uns. Also auch von Ihrer Seite hier dieselbe Botschaft wie von Herrn Steininger. Verhalten. Positiv, es geht relativ stabil weiter. Zunächst mal ja, auch die ersten Indizien gehen in diese Richtung und natürlich freut uns das, aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Wir müssen weiter sehr viel fokussiert mit Demut an das Thema rangehen und dann, glaube ich, liegen wir nicht arg stark daneben, haben eher die Chancen nach oben, weil wir jetzt mit unserem Programm, mit der Standortkampagne richtig gute Grundlagenarbeit machen können, richtig gute Munition haben. Das Ganze auf die nächsten drei Jahre angelegt ist, also nicht mal ein Schnellschuss, sondern wirklich sauber, substanziell, nachhaltig, fundamentiert. Und dann werden wir den letzten Schuss an Finesse auch noch reinbringen. Und das wird dann hoffentlich seine Wirkung draußen in Bayern, in Deutschland und in Europa nicht verfehlen. Das war fast ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Theurer, für das Gespräch. Wir können diesen Marktreport seit vier Jahren deswegen herausgeben, weil wir viele Daten bekommen von den Marktteilnehmern, die uns mit Primärdaten unterstützen, die von der Universität Augsburg ausgewertet werden, die Herr Thiele, der vorhin ja hier auch selbst informiert hat, dann interpretiert. Es gibt also sehr viele Beteiligte und natürlich gibt es auch viele Beteiligte daran, dass der Marktreport inzwischen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann.
sehen hier hinter mir eingeblendet eine Menge an Logos von vielen Sponsoren und Unterstützern, die wir haben. Auch der Marktreport ist, wie es Herr Dierig und Herr Deurer schon gesagt haben, eine gemeinschaftliche Aktion aus der Immobilienbranche heraus. Und so funktionieren die allermeisten Projekte, die wir hier rund um das Standortmarketing der Region Augsburg initiiert haben. Von meiner Seite auch nochmal einen Dank an alle die, die uns dabei unterstützen. Wir werden den Marktreport in diesem Jahr online kostenfrei zur Verfügung stellen. Er kann auch in Papierform bestellt werden. Die entsprechenden Bestellmöglichkeiten sind am Ende dieses Vortrages dann noch zu finden. Ich danke all denen, die uns auf dem digitalen Weg dieses Mal bei der Präsentation hier begleitet haben, dafür, dass sie sich für unseren Wirtschaftsraum Augsburg, für den Immobilienmarkt interessieren. Wir stehen gerne mit Rat und Tat, Information rund um Standort und Immobilienmarkt zur Verfügung. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen hoffentlich in 2021. Dann wieder bei der realen Präsentation des Immobilienmarktreports, bei der wir dann auch wissen, ob die Informationen, die Prognosen, die Herr Steininger von Bulwin-Geser geliefert hat, wirklich so eingetroffen sind. Wir hoffen das. Danke.